Willkommen zurück bei Let's Play WoW. Ja, wir haben die Katakomben hinter uns gelassen. Und jetzt werden wir noch die letzte Aufgabe abschließen. Wir brauchen den Reagenzbeutel und der musste hier im Fluss. Fluss, See, auf jeden Fall irgendwas wird es schon sein, drin rumliegen. Dann werden wir uns direkt mal in die Tiefen stürzen und werden ihn suchen. Ich glaube, der muss irgendwo auf dem Schiff liegen. Ist bestimmt mit untergegangen. Dann werden wir mal sehen, ob wir ihn finden. Also er muss hier irgendwo unten sein. Da ist er. Oh, da ist auch noch eine weitere Aufgabe. Werden wir mal hinschwimmen. Mit den Greifen sieht das ein bisschen komisch aus unter Wasser. Unser Zwerg Birgrim. Ja, es ist Dienstag. Diese Woche kommt das neue Addon raus. Ha! Dann werden wir auch wahrscheinlich ein neues Let's Play mit meinem Hornjäger anfangen. Das werden wir noch alles sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe jetzt festgestellt, ich darf nicht so viele so viele Projekte auf einmal laufen, halten. Ich schaffe das von der Zeit her nicht, deswegen kommt jetzt auch noch wöchentlich. Dich will ich nicht. Na klar, dass du mich angreifst. Deswegen kommt wöchentlich jetzt nur auch immer von jedem Projekt eine Folge am einen Tag. Und ich habe mir mal so schon Gedanken gemacht, habe schon mal ein bisschen ins Streaming reingeguckt, wie das so geht. Also da muss ich mich auch noch mal ein bisschen zurechtfinden, wie das ist und wie die Qualität des Bildes ist. Ich habe jetzt einmal einen Test gemacht, da war es so ein bisschen pixelig. Da war ich nicht ganz zufrieden mit. Aber ich teste es und dann werden wir sehen, wenn es gut läuft, dann machen wir halt Let's Play Folgen nur einmal die Woche. Dafür vielleicht ein, zweimal Stream die Woche von einem Spiel, mal ein bisschen länger. Das werden wir sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich auf nichts festnageln. Das ist halt so. Das ist halt so mein Problem. Ich lasse mich auf vieles festnageln. Will das auch dann halten und dann schaffe ich es zwar auch, aber unter Druck, wo es dann halt keinen Spaß mehr wirklich macht, das Spiel. Oh, da ist ein Erz, ein schönes. So, und dann werden wir mal schneller hintauchen. Wir werden die Folgen auch so zwischen 15 und 25 Minuten lassen. Es kommt drauf an, was wir machen. Ich will nicht einfach in einer Folge abbrechen, aber ihr wisst es ja. So. Es kommt drauf an, wie die. Mir soll das Spielen ja auch Spaß machen und das Aufnehmen. Das ist ja so der Vordergrund. Ich will natürlich auch, dass ihr Spaß habt beim Zugucken von den Videos. Aber als allererstes geht es ja mein Spielspaß, weil wenn es mir keinen Spaß macht, ist die Aufnahme nicht gut, das Video, das Let's Play grottig und ja. Und wir probieren jetzt auch mal Thumbnails zu machen. Passend zu jeder Folge habe ich mir vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Aber das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Nicht mehr die einheitlichen. Habe ich schon ein paar Kommentare bekommen, dass die nicht so ganz so gut sind. Wir probieren immer zu jetzt welche zu machen zu jedem Let's Play Folge. Da will ich mich auch nicht festnageln, ob ich es schaffe oder nicht. Wir werden es sehen. Lasst euch einfach überraschen. So, jetzt können wir natürlich alle Aufgaben abgeben und gucken, wie viel Erfahrungspunkte es gibt. Erstmal beim Vizeadmiral. Jawohl. Ersten 13.000. Okay, die nächste Aufgabe nehmen wir natürlich auch an. Du hast auch noch eine Aufgabe für uns. So, zack, zack. Jawohl. Ich kann leider noch nicht über die Belagerung von Lorloran sprechen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Das werde ich heute Abend erst noch aufnehmen. Es tut mir leid. So. Okay. Und dann werden wir da oben noch die letzte Aufgabe abgeben. Da können wir einen annehmen. Hier bei ihm ja. Lord Urion. Er kriegt die Artefaktklinge, okay. Schön. So, bringt den Erzmagier am... Okay, nach Dalaran. Da haben wir schon mal eine Aufgabe. Da werden wir aber immer noch nicht hin nach Dalaran. Oh, wir müssen noch mal tauchen. Wir müssen die Aufgabe abgeben, wo wir gerade die Kisten gesammelt haben. Und das ist hier. Tauchgang. Tauchgang in den Dolchbucht. Okay. Wo ist er denn? Er muss doch hier vorne irgendwo sein. Wo ist er denn? Da ist er. Da läuft er. Ja, wir kommen. Wir kommen. Wo ist denn der gute Taucher? Harold. Stehen bleiben. Wie geht's?
Mögen eure Reisen sicher sein. Jawohl, ich danke dir. Ich habe jetzt den Sound mal runtergestellt, sodass man ein bisschen Kampfgeräusche hört, aber nicht ganz so viele. Und den Dialog mal ein bisschen lauter, dass man doch mal wem reden hört, falls man doch wer redet. Das kommt ja in den neuesten Add-on ein bisschen mehr vor und in Legion, ne? Das wisst ihr ja. Und vor allem in der Prägfest kam das auch vor, aber ich habe mir echt lange nicht so die Videos angeguckt. Ich habe echt gesehen, dass manche echt laut waren. Manche Kampfszenen. So, was wollen wir denn? Das Steuergerät, so lesen wir mal kurz. Ja. Für die nächste Stufe des Plans müssen wir eine Anleitung besorgen. Okay. Wir brauchen eine Anleitung. Ich war der Meinung, die hatten noch die Anleitung. Das wurde damals, glaube ich, auch noch nicht angezeigt, ne? So, du kommst her. Ja, komm, euch können wir alle auf einmal machen. Kein Problem. Zack, zack, zack. Zup. Lassen wir nochmal. Wow. Zack, da haben wir gerade nicht aufgepasst. So, kommt. Zack, alle besiegt. Und da haben wir schon die Aufgabe abgeschlossen. Das ist schön. Jetzt gehen wir mal ins Echo. Wow. Oh, eine Geisterwelt. Wo sind wir denn hier? Können wir hier auf Mountain? Ja, bestimmt. So, da müssen wir mal gucken, was hier passiert ist. In diesem Häuschen. Ah. Also, wir sind also auch verflucht. Ja, es hat ein Fluch stattgefunden. Ja, was heißt stattgefunden? Sie kriegen keine vernünftigen Kinder, glaube ich. Die Götter haben uns verlassen. Also, wir müssen es beseitigen. Nein, das dürft ihr nicht. Ich flehe euch an, es ist doch unser Kind. Eine Missgeburt. Sind sie so verflucht, dass sie keine vernünftigen Nachkommen Kinder kriegen? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Oh, eine Walküre. Wo kommt die auf einmal her? Ja, ist klar. Ey, was ist denn jetzt los? Die Walküre ist weg. Ach, die hat uns aufgespürt, ne? Naja, die Walküre, die... Zack. Oh, ein Schorke hilft uns auch von hinten. Das ist sehr schön. Haben wir auch erledigt. So, welche Aufgabe haben wir denn hier noch? Schlachtpläne. Okay, die waren, glaube ich, in dieser Grube da vorne. Aber wir looten nochmal kurz, ne? Wir vergessen echt immer das Looten. Wir lassen echt jede Menge Gold liegen, muss ich euch sagen. Also nicht wir, ich natürlich, ne? Und wir als Gemeinschaft. Die Schlachtpläne, die waren doch irgendwo hier, ne? Der Kollege hat sie bestimmt. Ach ja, da hängen sie an der Wand. Zack. Ja, ich höre jetzt mittlerweile so ein bisschen Kampfsound, höre ich. Da muss ich mir gleich nochmal das Video angucken, ob das jetzt wirklich hundertprozentig passt. Ob man mich besser reden hört und nicht nur den Kampfsound, was echt miserabel war, ich weiß. Ich hoffe, das bringt den Fortbestand des YouTube-Kanals nicht in Bedrängnis. Ihr wisst, so, was versteht, was ich meine. Also die ersten Videos, echt alle 70 Folgen waren laut. Und jetzt soll es auf einmal leise sein. Woher sollen die Leute das wissen? Aber hoffentlich gucken sie doch trotzdem rein. Ansonsten gucken nur ich und ein paar Freunde immer diese Videos. Kann ich leider dann auch nichts ändern. So, dann werden wir mal wieder die Aufgaben abgeben und bestimmt ein Level abkriegen. Und da ist unser Level up. Der Weise möchte, dass ihr die Geisterwelt betretet und nur nach Informationen, die Geheimnisse von... Okay, die Geisterwelt sollen wir betreten. So, den Vizeadmiral. Bringt die Schlachtpläne der Drachenschinder zum Hauptmann. Okay. Das können wir natürlich auch machen. So, der Wachoffizier, der kriegt die Pläne. Ich möchte das hier den... Guck
Gut, die Wachpläne müssen wir auch zum nächsten Leutnant bringen. Ja, da haben wir hier ja schon gar keine Aufgabe mehr. Tja, wo fliegen wir denn dann hin? Der Außenposten der Forscherliga. Trefft euch mit Leutnant, wie heißt er? Eishammer, da können wir hinfliegen, würde ich sagen. Der ist da oben, Leutnant Eishammer. Ja, da. Heulende Fjord. Ich finde ihn, der, als Startgebiet im Nordend finde ich den am besten. Die botanische Tundra. Das ist nicht so ganz so mein Fall. Aber heulende Fjord ist so wieder ein bisschen nordisch, so Vikings-mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Das macht mir schon mehr Spaß. So. Hier können wir die Aufgabe schon abgeben. Was kann ich für euch tun? So, dann gehen wir hier die Aufgabe ab. Leutnant möchte, dass ihr in Holden führt, sie das Banner der Allianz in Querheim aufstellt und dieses gegen Angreifer verteidigt. Okay. Das können wir machen. Dann werden wir das Banner mal aufstellen und es verteidigen. So, zack. So, den besiegen wir nochmal schnell. Der gehört zwar nicht dazu. So. Ist der erste besiegt. Mensch, jetzt gehen die Knie. Kommt schon der nächste. Soll jetzt das Banner stehen lassen. Ja, das Banner sieht eigentlich relativ okay aus mit den Adler. Sieht aus wie von den Römern aus der 9. Legion. Ne? Oh! Wir haben einen Fehlpull. Zack. Heilen wir uns mal ein bisschen. Sollte kein Problem für uns darstellen, die hier zu besiegen. Und damit ist die Aufgabe auch schon abgeschossen. Das ist sehr schön. Zack. So, dann können wir aufmounten und die Aufgabe direkt wieder abgeben. Wo haben sie sich versteckt? Geradeaus. Die Häuser, die finde ich auch genial. Oben direkt am Pass. Ja, schön auch dich zu sehen. Danke für die Aufgabe. Leutnant Eisner im heulenden Fjord möchte das ja den Harpunenmeister Varus in Nina tötet. Okay. Auch das können wir doch auch noch machen, den Harpunenmeister besiegen. Wo ist er denn? Ups, falsch geflogen. Da ist der Harpunenmeister. Steht bestimmt an einer Harpune. Sonst würde er auch nicht Harpunenmeister heißen, ne? Das sieht mir hier aus, als er da sein könnte. Der Harpunenmeister. Oder im nächsten Gebäude. Ach, hier ist er bestimmt. Er ist bestimmt hier oben, der Harpunenmeister. Da ist er doch. Der Gute. Den werden wir auch noch schnell zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann können wir die nächste Aufgabe, also die Aufgabe gleich wieder abgeben und wahrscheinlich gleich die nächste kriegen. Zack. Sehr schön, haben wir erledigt. Dann können wir gleich wieder aufmounten. Das ist schön, das Gebäude zählt als offenes Gebiet, da drin können wir aufmounten. Dann werden wir die Aufgabe gleich abgeben. Ein bisschen tiefer fliegen, nicht dass uns der Drache noch angreift, das wollen wir natürlich nicht. Zack, die Aufgabe anvisieren. Ja, was soll ich sagen? Es ist Dienstag, genau, die Let's Play Folge kommt am Dienstag raus. So, heute möchte, dass ihr die, was möchte, ach, dass wir die, genau, die
Häuser zerstören mit der Harpune. Ach, das können wir auch nochmal schnell erledigen. Das Ding hier eine Harpune schon? Nee, ne? Nee, da müssen wir nach... Wo sind denn die Harpunen? Den Harpunen? Ich glaube, die sind hier irgendwo, die Harpunen. Wo waren die denn nochmal? Hier ist eine Harpune. Genau. Und jetzt werden wir ein paar Häuser zerstören. Sehr schön, das erste Haus ist kaputt. Nur noch die Drachen hier bekämpfen. Müssen wir auch 8 besiegen. Das Haus noch. Angriff. Treffer. So, und dann glaube ich das da hinten noch. Oder das haben wir. Das da hinten noch. Ah ne, haben schon alle Häuser besiegt. Das ist schön. Also brauchen wir nur ein paar Drachen von Himmel schießen. Zack. Oh, uns greift wer an, ne? Sollte uns nicht stören. Oh, jetzt kommen sie aber. So, die haben wir auch besiegt. So, und jetzt werden wir nochmal schnell dich. Was haust du eigentlich auf uns ein, wenn wir gerade eine Aufgabe erledigen? Das ist echt fies. Oh, die Drachen greifen uns an. Das ist nicht gut. Wollen wir mal kurz verschwinden. Die sind Elite, ne? Wow, dann werden wir, können wir nochmal rein in so ein Ding? Nee, können wir nicht. Das wollten wir jetzt nicht. Heilen wir uns mal. Jetzt laufen wir mal hier rein. Die werden uns bestimmt total verfolgen. Ich hätte sie erst erledigen sollen. Aber ich glaube, sie haben aufgegeben. So, dann werden wir die beiden nochmal besiegen. Die beiden Runen. Wie heißen sie? Runenseher. Ja, die alten Wikinger hatten viele Runen, die sie aufgezeichnet haben, weil sie keine wirkliche Schrift hatten. So, und aufmounten, das ist schön. Und dann gehen wir die Aufgabe direkt ab. So, da sind sie. Der Holne Fjord, schön. Und Borg Utgard, ne? Und Turm Utgard. Der Turm, seht ihr, das ist das Hohe. Das hier. Die Borg ist alles, was hier unten ist. Auch zwei schöne Instanzen. In einer waren wir ja auch schon drin. In Burg Utgard. So, jetzt können wir die Aufgabe abgeben. Nehmen wir das hier mit. Sehr schön. Warum möchte ich eine große... Okay. So, aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche. Und hoffe, dass ihr auch einschaltet. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare, Feedback bin ich immer für dankbar. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play WoW bei Burgram LP. Tschüss.